Mit einer Winterklausur im oberbayerischen Laufen an der Salzach ist die Freie Wähler Landtagsfraktion ins politische Jahr 2016 gestartet. Zu den Themenschwerpunkten gehörte unter anderem die Euregio-Region Salzburg-Berchtesgaden-Traunstein. Dem parlamentarischen Geschäftsführer und Gastgeber der Klausur, Florian Streibel, liegt vor allem eine Verbesserung der Verkehrsanbindungen am Herzen. Ja gut, also die Region hier ist die fünftstärkste Wirtschaftsregion Europas. Und was hier aber passieren muss, dass die Infrastruktur noch besser wird, denn gerade also die Verkehrswege, die sind sehr störanfällig. Also gerade bei den Brücken, die über die Salzach gehen, da fehlen einige und hier muss man eigentlich nachbessern. Genauso wie beim Schienenverkehr, da soll es die Magistrale Paris-Budapest geben und hier ist ein Nadelöhr und dieses Nadelöhr muss man eben entzerren, dass hier dann auch die Züge und auch die Waren frei fahren können. Den gleichen Wunsch äußerte der Salzburger Bezirkshauptmann Hofrat Reinhold Meyer. Er sprach beim Treffen mit den Landtagsabgeordneten auch die deutsch-österreichische Zusammenarbeit bei der Flüchtlingskrise an. Wir haben Kontingente abgesprochen. Auf diese Art und Weise war es möglich, denn die Flüchtlingsströme zu kanalisieren, damit auf deutscher Seite eine ordentliche Registrierung stattfinden kann. Österreichischerseits hatten wir bekanntlicherweise keine Registrierung, weil wir aufgrund des Durchmarsches von tausender Leute unmöglich in der Lage gewesen wären, aufgrund unserer topografischen Verhältnisse an den Südgrenzen und Ostgrenzen entsprechende Registrierungen durchzuführen. Dies passiert stattdessen unter anderem in Freilassing. Dort wurde ein Wartebereich für Flüchtlinge eingerichtet, den die Freien Wähler rund um Fraktionschef Hubert Aiwanger im Rahmen ihrer Winterklausur besucht haben. Also dieser Wartebereich hier zeigt eindeutig, welche Dimensionen diese Flüchtlingskrise mittlerweile angenommen hat. Wenn hier 1200 Feldbetten stehen, wenn hier die Bundeswehr Essen ausgibt, wenn hier Dutzende Mann und Frau der Bundespolizei den Ablauf organisieren, dann ist das eine kleine Völkerwanderung, die hier durchgeschleust werden muss und nicht einige Dutzend Einzelfälle. Also das ist schon auch imponierend, wie hier die Organisation mittlerweile aufgezogen werden muss, um das Problem zu lösen. Weitere Themen der Klausurtagung waren der Kampf gegen das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP und die Stärkung der regionalen Landwirtschaft. Die Milchwerke Berchtesgadener Land gelten mit ihrem fairen und nachhaltigen Konzept als Vorreiter, denn Molkereigeschäftsführer Bernhard Pointner zahlt deutschlandweit die höchsten Milchpreise an die Erzeuger aus. Er hat aber auch einen Wunsch an die Politik. Ja, da ist für uns ganz wichtig, dass nicht nur die großen landwirtschaftlichen Betriebe gefördert werden, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die kleinen Betriebe gelegt wird. Bei uns hat der durchschnittliche Landwirt 25 Kühe. Das sind also ganz kleine Strukturen und da können also nicht die gleichen Förderungen greifen wie bei Großbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist unser Wunsch an die Politik, dass man sich also speziell den kleinen Bergbauern annimmt. Genau dafür stehen die Freien Wähler. Sie wollen sich daher auch weiterhin im Bayerischen Landtag für bäuerliche Familienbetriebe einsetzen.